Ein ereignisreiches Wochenende mit Motorsport vom Feinsten und einer neuen deutschen Weltmeisterin liegt hinter uns. Und damit begrüße ich Sie hier bei Megional, der täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen mit den Nachrichten für unsere und aus unserer Region. Heute ist Montag, der 23. Oktober und es ist schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Glück auf und guten Abend. Liebe Zuschauer, unsere Ecke ist ja bekanntermaßen ein Enduro-verrückter Landstrich. Und genau dieser steht seit gestern Kopf. Eine junge und etwas schüchterne Frau verzückte mit ihrem Können nicht nur die Fans an der Strecke, sondern auch die komplette Enduro-Welt. Wir haben die smarte Dame nach dem Rennende getroffen und mehr über sie als neue Enduro-Weltmeisterin erfahren. Das ist sie, die Weltmeisterin der Enduro GP. Maria Franke aus Zeitz startete für das erzgebirgische KTM Sturmteam in der Weltmeisterschaft in der Frauenklasse und konnte am vergangenen Wochenende beim Finale der Meisterschaft zu Rundum Zschopau den Titel holen. Lag sie noch vor dem Start zum Prolog am Freitag auf Platz 2 hinter der Spanierin Lea Sanz, konnte die 26-Jährige schon dort den Sieg einfahren und am ersten Renntag, dem Sonnabend, den Lauf für sich entscheiden. Maria, wird's gut heute? Ich hoffe. Mit knapp 17 Hundertstel Sekunden Vorsprung ging sie in den gestrigen Sonntag. Nachdem die spanische Dauersiegerin mit technischem Defekt vorzeitig ausschied, konnte Maria ohne großen Druck ihre letzte Runde beenden. Am Teufelsberg wurde sie von Freunden und Fans entsprechend empfangen. Die schüchterne, sympathische junge Frau hat mit viel Fleiß und Unterstützung ihres Sturmteams nach 30 Jahren wieder einen Weltmeistertitel ins Erzgebirge geholt. Wie fühlst du dich jetzt? Ja, mega gut. Also so ein Gefühl hat man ja nicht alle Tage und es ist was Besonderes. Und ja, also ich bin mega happy, gerade dass es hier in Deutschland soweit ist, dass der Finallauf hier vorm Laden von KTM Sturm ist. Und ja, besser hätte es nicht laufen können. Apropos Laufen, wie lief denn deine Vorbereitung? Relativ gut, also ich war das ganze Jahr lang nicht verletzt und die deutsche Meisterschaft lief auch gut. Das ist immer gutes Training, weil sonst kann man ja für das Enduro immer schwierig trainieren. Und ja, lief so gut, dass es doch am Ende gereicht hat. Jetzt hattest du ja am Freitag deinen ersten Auftritt oben beim Prolog. Wie fandest denn du die Strecke und deine Gegnerinnen? Die Strecke war gut fahrbar, war gut gebaut, also nicht zu schwer, nicht zu leicht. Und ja, ich hatte halt das Glück, dass Laia ein paar Probleme hatte und normalerweise ist sie ziemlich stark bei sowas. Sie kann so extreme Sachen sehr gut fahren, hat man auch im Extremtest gesehen. Und ja, also ich konnte dort gewinnen und hätte ich vorher nicht gedacht. Also ich habe mich schon damit abgefunden, dann nur Zweite oder so zu werden. Und ja, das war schon ein guter Einstand ins Wochenende. Wie groß war denn das psychische Plus nach dem Freitag und dann beim Start am Samstag? Also ist schon gut, wenn man als Führende ins Rennen geht, das macht schon viel aus, aber wie gesagt, man darf sich nicht zu viel freuen, der eigentliche Renntag geht immer erst Samstag los und ja, von daher geht man schon anders ran, aber ja, wie gesagt, man soll nicht zu happy sein. Jetzt die Strecke im Allgemeinen, wie fandest du die? Gestern war es ziemlich einfach, hatte nicht viel mit Rundum Zschopau zu tun, ich kenne das nur nass und es ist immer extrem schwer und ich habe mich darauf eingestellt. Von daher war es gestern wirklich einfach, aber heute war es schon so, wie man es kennt. Einfach schwer und ja, steinig, viele Wurzeln und aber die Fans waren super, haben mich überall hochgezogen, haben mir geholfen und ja. Wie sieht denn die kommende Stunde für dich aus oder die kommenden Stunden? Jetzt erstmal Siegerehrung von heute und heute Abend ist nochmal im Festzelt in Zschopau die Siegerehrung von der kompletten WM. Und ja, ist zwar Sonntagabend, aber ich hoffe trotzdem, dass viele Fans noch hier bleiben und ja, dabei sind und mich nochmal anfeuern. Was sind denn deine Pläne für die Zukunft? Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob es nächstes Jahr noch mal eine Frauenweltmeisterschaft gibt. Das steht ziemlich in Sternen. Mhm. Aber falls es eine gibt, werde ich die auf jeden Fall fahren. Werde auch weiter im Team Sturm bleiben und die deutsche Meisterschaft auf jeden Fall fahren. Also sehen wir dich auf jeden Fall in Zschopau hier mal wieder. Ja, auf jeden Fall. Also wenn nächstes Jahr wieder ein Lauf hier ist, dann auf jeden Fall.
Bei den Herren stand der Weltmeister in der Enduro GP schon am Sonnabend fest. Der Brite Steve Holcomb holte diesen. In Klasse Enduro 2 war es der Spanier Josep Garcia. Der hatte einen ganzen Haufen Fans mit ins Erzgebirge gebracht, die ihn den ganzen Tag begleiteten und am Abend zur Siegerehrung für viel Stimmung sorgten. Brad Freeman wurde bester Enduro Junior und der Italiener Andrea Verona Sieger im Youth World Cup. Bester im mit ausgefahrenen deutschen Meisterschaftschampionat war der Affalterer Marco Neubert. Dieser holte zudem in der Enduro GP auch einen beachtlichen 8. Platz. Bevor wir noch einmal zum Enduro-WM-Finallauf rund um Zschopau kommen, geht es um Nachwuchs bei uns in noch schulischer Hinsicht. Entgegen dem Deutschland-Trend bleibt das Bildungsniveau sächsischer Schüler stabil, denn Sachsens Grundschüler gehören zu den besten in Deutschland, wenn es um die Leistungen im Unterrichtsfach Deutsch und Mathematik geht. Das geht zumindest aus einem bundesweiten Ländervergleich hervor, den das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen im Auftrag der Kultusministerkonferenz 2016 durchgeführt hatte. Der Studie zufolge liegen Sachsens Viertklässler in den Kompetenzbereichen Mathematik und Lesen hinter Bayern auf Rang 2. Im Bereich Zuhören liegt Sachsen dieses Mal mit Rang 3 auch in der Spitzengruppe. Das war bisher nicht der Fall. Recht ordentlich schnitten Sachsens Grundschüler auch in den Bereichen Rechtschreibung ab und erreichten Rang 5. Die Orthographie wurde 2015 unter der damaligen Kultusministerkonferenzpräsidentin Brunhild Kurt erstmalig in das Testprogramm aufgenommen. Tja, das Abschneiden unserer Schüler gibt also Anlass zur Freude. Tja, und total aus dem Häuschen waren die tausenden Fans, die aus der ganzen Welt in die MZ-Stadt gereist waren, um geländesportlich Feinkost zu genießen. Der Auftakt zu diesem speziellen Wochenende fand am Freitag in Hohendorf statt. Eine Strecke in der alten MZ-Galvanik-Halle bot schon mal einen deftigen Vorgeschmack auf das, was da noch kommt. Nach monatelanger Vorbereitung begann am vergangenen Wochenende rund um Zschopau mit einem Paukenschlag. Der Supertest in einer Halle im früheren MZ-Neuwerk in Hohendorf war der Auftakt zum WM-Rennwochenende. Im Innen- und Außenbereich sahen rund 6000 Besucher die Duelle auf dem von Tom Kletke und seinem Team abgesteckten Parcours. Zunächst drehten die Youngster vom Offroad-Club Hilmersdorf einige Runden in der Halle, was denen offenbar gut gefiel. Bis schließlich die Großen in den Wettstreit gingen. Die RC-Star-Gewinnerin aus dem Jahr 2013, Vanessa Winkler, sang die deutsche Nationalhymne. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand, Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. In einigen Kopf-an-Kopf-Rennen wurde der schnellste Fahrer ermittelt. Zunächst legte der deutsche Meisterschaftsfahrer Benjamin Meusel eine Duftmarke bei 1 Minute 57 Sekunden und 42 Hundertstel. Eine Zahl, die lange nicht unterboten wurde. Am Ofen, durch den Schornsteinfeger beschickt, ließ es sich zwar aushalten, aber dennoch wurde es auf dem Hot Seat recht frisch. Nach der Lasershow mit Feuerwerk sollte sich das ändern.
Der WM-Fahrer Pascal Rauschenegger konnte mit 1 Minute 51 Sekunden und 82 Hundertstel schneller das Terrain bezwingen. In den Steinen! Super, so haben wir ihn schon in Riesa kennengelernt und wir lieben ihn auch hier im Chopper, oder? Pascal Rauschenegger, der Österreicher auf der Bergsusquana. Komm schon, Rauchi, gib noch mal alles! Jawohl, der kennt das natürlich auch vom Zeittrainingfahren früher beim Motocross. Daniel Zender, Susanne's Feet to check the time of Pascal Rauchenegger. Der kommt jetzt hier mit einem Riesensatz ins Ziel. 1:51,87! Auch er verbrachte nun einige Zeit am Platz, bis der Franzose Louis Leroux nochmals 56 Hundertstel schneller war. Gut aus für den Rauchi! Der fiebert hier mit, steht auf dem Bein. Das könnte sein erster Overall-Sieg beim Supertest sein. Warum hört der Mann auf mit der Enduro-Fahrt nächstes Jahr? So, wir schauen erstmal weiter. Gute Frage, ne? Löcklerö weiter in Führung. Die Vollkombi jetzt schon abgefallen. Leuk möchte auf jeden Fall vor Stevens Ziel kommen. Und wieder mit Problemen. Der Franzose ist ein bisschen schneller unterwegs, aber für ganz oben kann das niemals reichen. Leuk Larieux im Ziel mit einer Zeit von 1:51,13. Schnellster Deutscher blieb an dem Abend übrigens Benjamin Meusel. Also ein gelungener Auftakt zum WM-Wochenende. Der Prolog setzte wieder einmal damit Maßstäbe. Zschopau, Motorräder gestohlen. In der Thumer Straße stellte ein 32-Jähriger am Samstag gegen 12 Uhr sein Motorrad Yamaha ab. Er sicherte es mit einem Lenkerschloss. Als er gegen 12.50 Uhr zurückkehrte, war das 8 Jahre alte Motorrad im Wert von ca. 7.000 Euro verschwunden. Auch in der Scharfensteiner Straße verschwand am Samstag zwischen 13.45 Uhr und 14.45 Uhr ein Motorrad. Der Eigentümer hatte sein Grad KTM mit einem Lenkerschloss und zusätzlich einem Spiralschloss am Hinterrad gesichert. Aber auch dies konnte den Diebstahl des 2 Jahre alten Motorrads nicht verhindern. Die KTM hat einen Wert von etwa 8.000 Euro. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Wolkenstein, Ortsteil Hilmersdorf. Einbrecher nahmen Laptops mit. Am Samstag gegen 22.50 Uhr stellte eine Polizeistreife einen optischen Alarm an einem Firmengebäude in der Plattenstraße fest. Bei der Überprüfung des Objektes bemerkten die Polizisten eine eingeschlagene Fensterscheibe. Unbekannte waren offenbar durch diese in das Gebäude eingedrungen. Im Inneren hatten sie die Räume nach Brauchbarem durchsucht. Nach einem ersten Überblick haben sie 2 Laptops gestohlen. Angaben zum entstandenen Gesamtschaden liegen noch nicht vor. Morgen am Dienstag werden die Geschwindigkeiten in Großrückerswalde, Marienberger Straße kontrolliert. Außerdem sind auch wieder die Videomessfahrzeuge der Polizei auf der B174 und B101 anzutreffen. Also Augen auf und Fuß vom Gas, das spart Geld und schont das Nervenkostüm. Ja, darüber hinaus ist eine vorsichtige Fahrweise derzeit eh ratsam, da das nasse Laub auf den Straßen für Rutschpartien sorgt und enorm den Bremsweg verlängert. Ja, und ob das Laub auch weiter nass bleibt, das klären wir nun im Wetterbericht. Die Zeichen stehen komplett auf Herbst, meine sehr geehrten Damen und Herren. Viel Grau, etwas nass und kaum Sonne, so war der heutige Tag. Heute Abend unter den Nachtstunden setzt sich der Trend auch weiter so fort. Der Himmel ist grau und blickdicht und mit einem Niederschlagsrisiko von 90% müssen wir in den Nachtstunden mit leichtem Regen rechnen. Der Schirm hätte quasi Nachtschicht.
Ja, was die Temperaturen angeht, so wird es doch recht frisch. In Olbernhau an der Flöha werden zwischen 5 und 7 Grad erwartet. In Marienberg auf dem Markt zeigt das Thermometer zwischen 6 und 7 Grad an und in Zschopau gibt es mit zwischen 7 und 8 Grad die Höchstwerte hier bei uns im Sendegebiet. Der Wind weht nur gering mit um die 13 Kilometer pro Stunde aus Westen. Morgen am Dienstag bleibt der Himmel auch weiter bedeckt und grau. Im Tagesverlauf steuert die Sonne dann immerhin noch bis zu 2 Sonnenstunden bei. Regnen wird es tagsüber nicht. Das Niederschlagsrisiko beträgt nur 30%. Erst in den Abend- und Nachtstunden erreichen uns dann neue dicke Wolken, die dann auch leichten Regen im Gepäck haben. Ja, beim Blick auf die Temperaturen stellen wir fest, dass sich das Thermometer gerade so über die Zehnerhürde drüber schleppt. Ja, und so werden in Neuhausen 9 bis 11 Grad. In Marienberg-Gebirge verharrt das Quecksilber bei 8 bis 10 Grad und die Hundorfer können sich auf 10 bis 11 Grad einstellen. Was den Wind angeht, so weht der weiter aus Südwesten und von dort leicht mit um die 15 Kilometer pro Stunde. Jetzt der weitere Ausblick, liebe Zuschauer. Der Mittwoch bleibt wolkig mit kleineren Sonnenanteilen und es bleibt trocken. Bei den Temperaturen sind wir auf dem Weg nach oben. Bei zwischen 12 und 15 Grad wird es wieder etwas milder. Dafür legt der Wind kräftig zu. Er weht in frischen Böen aus Westen und bringt eine kleine Wetteränderung mit, die wir dann am Donnerstag wahrnehmen können. Ja, wie gesagt, der Himmel ist am Donnerstag leicht bewölkt bis wolkig und es bleibt niederschlagsfrei. Bei 12 bis 15 Grad weht der Wind wieder leicht aus Westen. Ob dann der Freitag weiter so auf dem Niveau liegt, das verrate ich Ihnen dann morgen hier im Wetter. Ja, liebe Zuschauer, da sind wir auch schon wieder durch. Das war die Montagsausgabe vom Megional. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wieder mit dabei waren. Mit den aktuellen Nachrichten sind wir wieder pünktlich, morgen am Dienstag für Sie hier zur Stelle, wenn Sie denn mögen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir Sie dann wieder begrüßen dürfen. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen gibt es auf unserer Internetseite unter www.mef-lein.de. Ist auch ganz praktisch für unterwegs, wenn Sie sich gerade mal nicht in unserem Sendegebiet aufhalten. Ja, damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht und ich sage Tschüss, bis morgen.